Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Cosplay-Tutorial für mein Amulet Spade Cosplay. Jetzt klingelt mein Handy, ganz toll. Heute zeige ich euch, wie es mit dem Oberteil weitergeht, sofern wie ich das von dem Rohmaterial im Kopf habe, aber ich denke, es geht um das Oberteil. Ich hoffe, es hilft euch weiter und ich hoffe, es gefällt euch auch und wenn ihr euer eigenes Cosplay näht, denke ich mal, dass es ein bisschen hilft, was so ein paar Techniken angeht. Und ja, dann wünsche ich euch sehr, sehr viel Spaß mit dem Video und dann sieht man sich gleich wieder. Gut, als nächstes geht es um das Oberteil mit Kragen. Also die zwei Zipfel vorne und zwei Zipfel hinten. Ja, ich habe mir ein Schnittmuster gemacht und zwar habe ich gemessen, dass der vordere Zipfel hier, der hier geht bis so unter die Brust ungefähr. Und der hintere ist einfach auf dem Rücken. Und da habe ich eben gemessen, hier 40 cm. Und hier für den Rücken 50, also 90 insgesamt bei mir. Das ist bei jedem unterschiedlich. Dann habe ich meinen Halsausschnitt gemessen. Und den übertragen, den direkt auf die Mitte zwischen den 40 und den 50 cm gemacht. Und am Rücken habe ich 10 cm gerade gelassen. Das ist auch so beim Cosplay. Und dann eben eine Schräge nach unten und hier auch eine Schräge nach unten. Und was ich jetzt mache, ich habe das jetzt schon auf den Stoff draufgelegt und schon mal drumherum abgezeichnet. Was ihr wieder braucht, ist wie bei den anderen Zipfeln bisher 2 cm, 2 cm und 2 cm Nahtzugabe. Und für den Kragen, da wir den ja verstürzen wollen, müsst ihr bei der Halsrundung 1 cm Nahtzugabe hinzufügen. Und ja, den Kragen machen wir dann auch gleich. Für den Kragen, meiner wird 5 cm hoch, plus die Verstürzungen auf beiden Seiten, heißt, wir brauchen den Kragen ja doppelt gelegt. Und plus die Nahtzugabe von 2 cm hätten wir 5 plus 5 plus 2 sind 12. Und ich habe jetzt in der Größe, wie mein Kragen letztendlich wird, das hier ist noch ein bisschen viel, meine Einlage schon ausgeschnitten. Ja, und zuerst wird jetzt mal die Einlage aufgebügelt, dann werde ich das Ganze schön ausschneiden, sauber ausschneiden, also 12 cm und eben die Länge eures Halses, also die eure Halslänge. Und dann machen wir weiter. So, also wenn ihr das habt, wird er erstmal doppelt gebügelt und exakt auf dem Bruch gebügelt, damit wir weiter an dem Schnitt arbeiten können. Okay, ich habe mich jetzt dazu entschieden, meinen Kragen doch nur 4 cm hoch zu machen, deswegen habe ich jetzt um 1 cm gekürzt, also jeweils 1 cm, also 10 statt 12. Das müsst ihr ganz für euch entscheiden, was ihr denkt, was für euch angebrachter ist. So. Jetzt haben wir den so. Als nächstes kürze ich ihn auf die exakte Länge. Bei mir sind es jetzt mit Nahtzugaben 48 cm. Also 48 cm, auf die ich das Ganze jetzt kürzen werde. Und dann werden wir das so aufeinander legen. Und unsere Rundung, die in dem Kragen drin ist, noch anbringen und abschneiden. Und ja, dann nehmen wir das andere. Ich habe jetzt hier die offenen Enden meines Kragens übereinander gelegt und festgesteckt, dass sie genau aufeinander passen. Oben, also die Bruchseite, die ihr in den Bruch gebügelt habt, ist natürlich die Kragenseite, die nach oben zeigt und die offenen Seiten sind unten. Und ich will jetzt hier so einen kleinen Bogen drin haben, dass der Kragen etwas schöner, abgerundeter aussieht. Und dafür nehme ich jetzt hier mein Kurvenlineal, also einfach ein rundes Lineal. Ihr könnt auch ein Kurvenlineal nehmen, das ist vollkommen egal. Und legt es hier an der Kante an direkt und mache mir hier so eine kleine Rundung rein und zeichne die an und die schneide ich dann auch letztendlich einfach aus. Und ja, bedenkt dabei, dass ihr noch 1 cm Nahtzugabe habt, der dann auch wegkommt. Ja. So, dann wäre der Kragen soweit vorbereitet. Und der wird dann so umeinander gelegt und sieht dann hoffentlich letzten Endes so aus. So, und euer Teil, wenn alles ausgeschnitten ist, habt ihr hier euren Kragen und hier euer Teil, das hier im Bruch gelegen hat. Zeichnet euch alle
Nahtzugaben wieder an, also 2, 2, 2, 2, 2, um den Kreis drumherum eine. Ja, das, was jetzt hier wieder ganz viel Spaß machen wird, ist die Bügelarbeit. Die dauert jetzt auch ihre Zeit. Also ich werde jetzt zuerst mal nur alle Ecken doppelt umbügeln und wieder umklappen und dann feststeppen. Und um den Kragen kümmern wir uns als allerletztes, weil der macht mir auch am meisten Angst. Und das war es auch mit dem Tutorial für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen und auch ein wenig weitergeholfen. Und wenn dem so ist, dann gebt mir einen Daumen nach oben oder macht das Erdmännchen in den Kommentaren und sagt mir, was euch gefallen oder was euch nicht gefallen hat. Und ja, das ganze Casofilms-Team wünscht euch natürlich dann auch einen schönen dritten Advent und dann sieht man sich beim nächsten Video wieder. Tschüss!